Willkommen bei OpenSUSE Screencast. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr sozusagen mit nur einem Klick Software nachinstallieren könnt, die nicht in den Repositories drin ist, die ihr normalerweise zur Verfügung habt, beziehungsweise nicht im YAST Software Installationstool angezeigt werden. Dazu öffnet Firefox oder euren Browser, was auch immer ihr habt. Geht auf die Seite OpenSUSE, also suse.org. Geht auf Get It, hier, dann geht ihr auf Paketsuche, dann gibt ihr bei Paketsuche den Namen des gesuchten Programms ein. Ich nehme hier das Beispiel KeyCAD, also KeyCAD, so, da haben wir es schon, geht auf Suche. Jetzt wird hier eine Reihe von Paketen angezeigt. Und hier sieht man, in welchem Repository die drin wären. Das ist hier Science. Normalerweise bräuchte man bei diesem Programm hier dieses und dieses hier. Deswegen erst das installieren, dann das. Ich zeige es einfach mal. Öffnen mit ist okay. Dann klickt ihr auf OK. Dann sieht man das hier. Also normales YAST 2. Hier. Seht ihr, dass das hier, das muss hinzugefügt werden, die Repositories. Geht auf Weiter. Seht das Programm, das ihr hinzufügen wollt. Geht auf Weiter. Geht nochmal auf Weiter. Ist okay. Gebt euer Passwort ein. Geht auf okay. Also ist jetzt eigentlich ohne viele Schritte. Geht kurz auf Importieren. So, dann wird das jetzt heruntergeladen. Und installiert. Wie man sieht, Installation war erfolgreich. Geht auf Beenden. Kann hier die Liste leeren. Schließen brauchen wir nicht mehr. Wir könnten hier noch weitere suchen, wenn wir wollen. Auch unsere Distribution, also eigentlich die Version auswählen. Geht eigentlich für alles, auch für Ubuntu kann man hier zum Beispiel suchen. Suchen wir einfach mal als Beispiel jetzt mal schnell. Kannst du sehen, wird auch angezeigt, obwohl es hier die OpenSUSE-Seite ist. Also, es geht auf jeden Fall. So, dann suchen wir auch mal, ob es installiert wurde richtig. Und hier sieht man eine ganze Reihe von Programmen und da ist es und es ist auch schon. Hier, ich kann es mal öffnen. Wie man sieht, ist richtig installiert worden. Kleiner Nachteil hat diese Sache. Wenn man nur ein einziges Programm nachinstallieren wollte und nicht dafür jedes Mal beim Software installieren viele Repositories laden will, dann muss man erstmal noch das Repository wieder löschen. Dazu öffnet man wieder YAST 2 mit Root-Passwort und so. Lasst es laden. Hier auf Konfiguration, Repositories. Sieht dann hier das Hinzugefügte. Geht hier auf Löschen. Ja. Und auf OK. Und auf Akzeptieren. Und ist gelöscht. Dann lädt es jetzt auch wieder gewohnt schnell. So, ich hoffe, das kleine How-To hier hat euch geholfen. Euer OpenSUSE Screencast.